Und ich freue mich jetzt ganz herzlich, zwei neue Gäste zu begrüßen, nämlich den Andi und den Rico. Die sind uns live zugeschaltet diesmal, also kein aufgezeichneter Vortrag. Es geht um eines der Themen, die, glaube ich, viele Leute bewegen und auch viele Leute polarisieren. Ich gebe euch jetzt drei Buchstaben, OKRs, und ich glaube, ich muss fast gar nicht mehr sagen. Selbst ich als Product Owner beschäftige mich mit diesem Thema quasi alltäglich, und umso spannender finde ich, was die beiden uns dazu erzählen haben. Andi, Rico, stage is yours. Gut, vielen Dank. Rico, magst du die Folien scheren? Gut, also wir dürfen euch recht herzlich willkommen heißen zu unserem Talk. Wir haben den Titel gewählt, Focus on the Few Important Things, erfolgreiche Leader mit OKRs. Unser Vortrag ist jetzt keine allgemeine Einführung in OKRs, also das auch eher auf einschlägige Materialien verwiesen, sondern wir wollen heute eher spezifisch darauf eingehen, wie Führungskräfte erfolgreicher sein können mit Hilfe von OKRs und insbesondere, welche Aufgaben auch eine Führungskraft typischerweise in so einem OKR-Zielprozess eben hat. Ich darf uns mal ganz kurz vorstellen. Rico, vielleicht mal kurz ein paar Worte zu dir. Ja, sehr gerne, Andi. Mein Name ist Rico Nursert. Ich bin seit knapp 4 Jahren in der Beratung tätig als Agile Coach, habe davor auch als Softwareentwickler und als Product Owner in agilen Teams gearbeitet und habe auch, ich glaube, es ist schon 6 Jahre her, ein Startup gegründet, wo ich auch agile Methoden eingesetzt habe und bin jetzt viel in Transformationsprojekten, in Skalierungsprojekten, aber eben auch in OKR-Rollout-Projekten tätig. Andi. Ja, mein Name ist Andreas Mitter, bin Partner bei Bearing Point, bin jetzt schon knapp, ja, habe 14 Jahre bei uns im Unternehmen, habe auch unsere eigene agile Transformation mitgemacht, 2007 schon, also jetzt knapp 13 Jahre Berührungspunkte mit allen Themen rund um Agilität und betreue halt gemeinsam mit meinem Team verschiedenste unserer Kunden auf ihrer agilen Reise. Und wie ihr gesehen habt, wir sind beide von Bearing Point und viele von euch oder die, die Bearing Point kennen, wissen, wir sind grundsätzlich ein Management- und Technologieberatung. Rico und ich sind aber von einem Teil des Unternehmens, das vielleicht noch weniger bekannt ist, nämlich unser Center of Excellence für agile Beratung. Das machen wir nicht erst seit gestern. Wir haben eigentlich bei uns, wie ich schon vorhin erwähnt habe, mit unserer agilen Softwareentwicklungseinheit, unserer Factory in Österreich hier, bereits 2007 begonnen, agile Methoden einzusetzen. Und seitdem unterstützen wir viele kleine, mittel- und Großunternehmen auf ihrer agilen Reise. Und ein Schwerpunkt davon ist eben auch OKRs. Hier, und deswegen seht ihr auch jetzt unter anderem ein weiteres Unternehmen, nämlich WorkPath. Wir arbeiten hier mit einem sehr aufstrebenden Startup aus München zusammen, nämlich WorkPath, wo wir gemeinsam mit WorkPath versuchen, quasi OKRs zu etablieren bei unterschiedlichsten Unternehmungen. Wie teilt sich unsere Partnerschaft grob auf? WorkPath selbst ist eigentlich ein Softwarehersteller. Die bieten ihre Plattform, die auch WorkPath selbst heißt, eben an, die eine Plattform ist zum Management von OKRs, der auch, wie ihr seht, bei doch einigen zahlreichen Kunden auch schon im Einsatz ist. Und WorkPath selbst konzentriert sich, wie gesagt, auf die Softwareentwicklung und das ist auch vielleicht durchaus interessant im Nachgang, auf ihrer Homepage stellen sie extrem viel hilfreiche Leitfäden, Handbücher, Vorlagen und so weiter bereit. Also schaut einfach mal bei denen dort rein. Was machen wir? Wenn du kurz noch weiter gehst. Wir haben quasi in der Partnerschaft den Teil übernommen, dass wir im Unternehmen wirklich helfen, wenn es darum geht, wie kann ich OKRs quasi als Teil meiner Unternehmens-DNA machen. Also wie schaut quasi die Strategie dahinter aus? Wie kann das Rollout aussehen? Begleiten dann anschließend beim Coaching und machen auch Trainings. Also auch hier, wer interessiert ist, OKR-Master zu werden, sei immer auf unsere Trainings verwiesen. So viel einmal kurz zu der Werbeeinschaltung in Anführungszeichen, jetzt zu dem eigentlichen Vortrag. Was erwartet euch knapp in den nächsten, ja, sagen wir mal, 35 Minuten? Der Rico wird zuerst einmal kurz auf den OKR-Zyklus quasi eingehen. Dem einen oder anderen wird der bekannt sein, wird ein bisschen Übersicht geben, was passiert eigentlich typischerweise in seinem typischen OKR-Zyklus. Und wird dann auf den ersten Punkt im Speziellen eingehen, der eben die Führungskräfte betrifft, wenn es darum geht, die Org-Strategien, also die Unternehmensstrategien zu definieren, wie man das macht, wie soll man da rangehen. Ich werde dann in weiterer Folge ein bisschen darauf eingehen, was die Rolle des Leaderships dann vorm Zyklus, also bevor das Kickoff quasi stattfindet und dann auch im Zyklus ist und hier halt auch auf die verschiedenen Aufgaben quasi hindeuten, was so die Aufgaben sind. Und das Ganze schließt dann mit einem kurzen Outro und natürlich haben wir dann auch noch Zeit für Fragen.
Gut, Rico. Danke dir, Andi. Also gut, dass ich die Werbeeinblendung nicht übernehmen musste. Ich kann mich jetzt wirklich rein dem Zyklus widmen. Und also bevor wir über die Verantwortlichkeiten sprechen von einem Leader, müssen wir natürlich mal den Zyklus kennenlernen, weil es ja nicht standardisiert ist, wie wir es in Scrum kennen. Das ist jetzt eine Good Practice von uns. Und den Zyklus seht ihr jetzt auf der rechten Seite. Auf 12 Uhr steht der Kickoff. Und bevor wir jetzt ins Detail gehen, was es hier für Stages und für Events gibt, müssen wir mal darüber sprechen, wie lange ist so ein Zyklus. Und hier ist natürlich, sagen wir, Best Practice 3 Monate, da man hier umso öfter lernen kann, da man hier das Ganze umso öfter verproben kann und auch dementsprechend die Strategie am kleinsten schneiden kann. Aber aufgrund von Begebenheiten haben wir auch bei anderen Kunden es vorgefunden, dass es Sinn macht, dass man mit 4 Monate geht, oder ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, im schlechteren Fall eben für eine noch längere Laufzeit für 6 Monate. Kann bedingt sein eben durch unterschiedliche Ideen dahinter. Bei den 6 Monaten ist das bezogen dort auf die Projektlaufzeit gewesen. Bei 4 Monaten ist das oft der Fall, weil sich Unternehmen diese unter Anführungszeichen lästige Ferienzeit so umgehen können. Also gerade im Sommer, dieses große Sommerloch, da wo vermutlich viele Leute nicht anwesend wären. Was fließt jetzt alles mehr oder weniger in diesen OKR-Zyklus rein, so auf der Stage-Ebene betrachtet, ist alles rund um die Strategie. Die bietet uns den Input auf Leadership-Ebene, was hier reinkommen soll. Aus dieser Strategie werden dann wird das Leadership-Team hier ins Goal-Setting gehen und basierend auf den Goals, die eben gesetzt worden sind, müssen vielleicht neue Pläne geschmiedet werden, neue Produkte oder neue Projekte ins Leben gerufen werden, die davor noch gar nicht am Plan waren. Dann nach dem Kickoff geht man in die Execution, sprich in das Daily Doing, um zielorientiert das Richtige umzusetzen. Wie im agilen Kontext üblich, reflektiert man auch hier im OKR-Zyklus beständig und adjustiert, wenn notwendig. Hier sei nochmal gesagt an dieser Stelle, dieser gesamte OKR-Zyklus, das soll jetzt nicht on the top noch draufgelegt werden, sondern er soll eben in die bestehenden Prozesse integriert werden. Also wenn es schon agile Vorhaben gibt, kann man das dort integrieren. Wenn es noch, sag ich mal, eine sehr traditionelle Welt gibt, kann man auch dort in Sure Fixes etc. Sachen integrieren. Also wie gesagt, soll jetzt nicht irgendwie eine Parallelwelt erschaffen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist dann so die sogenannte, sag ich mal, Control Stage, dass man auch wirklich weiß, dass man sich am richtigen Weg befindet. Beispielsweise das könnten dann die KPIs darstellen, die von der Strategie abgeleitet werden. Sprich, hier noch einmal so auf der Big Picture Ebene, bin ich am richtigen Weg, mache ich es auf die richtige Art und Weise. Was jetzt eben konkret der Input sein könnte hier auf der Strategie-Stage, sind eben die sogenannten Nordsterne, wie einerseits Vision, Mission, Werte, Langzeitstrategie, aber auch die sogenannten Moles, also Midterm-Goals können hier ein Input sein oder auch die Big Hairy Goals, wie sie manche vielleicht kennen. Und mit Hilfe dieser Strategieartefakte geht dann eben das Leadership-Team in unserer Good Practice auch in das Drafting der Yearly OKRs. Das heißt, es werden am Anfang des Jahres bei uns jetzt bei Bearing Point, wir machen das auch gerade, im Dezember bereits die Yearly OKRs fürs Folgejahr definiert. Gleiche Vorgehensweise, gleiche Formulierungen, nur eben auf den Zeitraum von einem Jahr. Und mit Hilfe dieser Yearly OKRs auf Top-Management-Ebene können wir dann ins Quartals-Drafting der Organisations-OKRs gehen, also auch wieder der Leadership-OKRs, aber eben da schon auf Quartalsebene. Das ist so dieses erste Event in diesem Zyklus, dieses erste richtige Event. Wie lange dauert das? Es ist ein Tages-Event. Das wird facilitiert eben von einem OKR-Coach. Falls es der erste Zyklus ist, ist es mal ein halber Tag noch Theorieeinheit dazu. Aber ansonsten dieses Drafting an sich dauert dann auch nur noch einen halben Tag. Wie das im Detail aussieht, zeige ich euch noch nachher. Nachdem dann das Ganze gedraftet worden ist, vielleicht noch verfeinert worden ist, wird das Ganze announced und die Teams und Abteilungen starten dann dahingehend auch, ihre OKRs zu draften. Eben genau gleiches Vorgehen, halber Tag Workshop, facilitiert vom OKR-Coach, aber anderer Input, auch dazu kommen wir später noch. Dann kommen alle Teams, man kann sich eigentlich ähnlich vorstellen, aus dem Skalierungsumfeld, wenn beispielsweise jemand das Skalierungsframework SAFe kennt, wie ein PI-Planning, kommen dann alle Teams zueinander, kommt auch die Leadership-Ebene zueinander bei einem Meeting, im Idealfall physisch vor Ort, und alle OKRs werden aligned. Was bedeutet das? Man kann sich das so vorstellen, es entsteht ein Riesengraph, wo die OKR-Sets zueinander verbunden werden. Das heißt, wenn ich eine Buy-in auf ein anderes OKR habe, wird dieses verbunden. Warum mache ich das? Dass man einerseits Doppelarbeiten identifiziert und reduziert oder eliminiert und dass man Synergien nutzt von mehreren Teams,
dass man hier auch mehr oder weniger diese, sag ich mal, diese Schwarmintelligenz nutzt. Was die Aufgabe hier des Leadership-Teams ist, da wird der Andreas auch noch später drauf kommen, ist aber, dass man diverse Impediments hier auflöst. Nach diesem Alignment-Meeting, was eben einen Tag dauert, geht es noch ins restliche Refinement, da hat man so 2 Wochen circa Zeit, weil man natürlich an diesem einen Tag nicht fertig wird. Und dann zum Kickoff kommen die Teams und auch das Leadership-Team, das ist eine Art Townhall-Meeting, wo dann noch einmal in 2 Stunden eine Aufbruchstimmung erzeugt wird, wo noch vielleicht der vergangene Zyklus gefeiert wird und noch lobende Worte gesprochen werden und noch im Schnelldurchgang die aktuellen OKRs durchgegangen werden. Was natürlich, wie ich schon erwähnt habe, passieren kann, ist, dass nach dem Organisations-OKR-Drafting auf Leadership-Ebene identifiziert wird, dass man neue Projekte, neue Produkte braucht. Das heißt, dahingehend könnten auch neue Initiativen entstehen. Und auf Team-Ebene bedeutet das nach dem Refinement, dass man dann dahingehend den Backlog aufplant, um so für die nächsten 3 Monate auch die richtigen Items im Backlog parat zu haben. Also auch ganz wichtig hinsichtlich den Product Owner. Dann kommen wir in die Execution, Daily Doing, es kennt jeder, die Teams arbeiten, die Abteilungen arbeiten. Dann gibt es noch das Meeting des Check-Ins. Das bedeutet, dass man hier noch einmal konkret die Key Results misst. Das kann eben im agilen Kontext in einem Sprint Review sein. Und dass man dann dahingehend auch Maßnahmen ableitet, bin ich auf einem guten Weg, bin ich nicht auf einem guten Weg, dann muss ich andere Initiativen setzen, andere Maßnahmen setzen. Also das ist jetzt eben die Power von den OKRs, dass man hier keine KPIs hat, sondern sogenannte Leading Measures, wo man zu jedem Zeitpunkt im Idealfall weiß, wie viel Wert habe ich bereits zu meinem Objective erzielt. Das Ganze wiederholt sich und am Ende findet man das OKR Review wieder. Da wird der Andi im Schnelldurchlauf am Ende nochmal drüber gehen. Das ist anders als im Scrum-Vorgehen, wie man es kennt. Es ist es sind eigene Methoden hier dahinter und es geht mehr darunter, warum habe ich ein Ziel erreicht und warum habe ich andere Objectives nicht erreicht. Und dann gibt es auch noch die Retrospektive, die klassisch auf die Prozesse, sage ich hier, losgeht. Die kann eben wie hier eingeblendet auf 9 Uhr circa sein, um die Execution mehr oder weniger nochmal zu begutachten und hier zu reflektieren. Oder kann auch direkt nach dem Kickoff sein, um den gesamten Cycle davor Richtung Drafting noch einmal zu reflektieren. Also gerade am Anfang macht es Sinn, dass man eine Retro gleich nach dem Kickoff hat und eine nach dem Review. Und dann beginnt man natürlich wieder mit dem neuen Cycle. Sehr viele Informationen, das ist hier unsere Good Practice, um Leute am Anfang nicht zu überladen. Und auch für diesen Workshop gehen wir mit folgendem Bild ins Rennen. Und da werden wir jetzt auch nochmal die einzelnen Steps hier durchgehen und was die Aufgaben des Leadership Teams sind. Und wir beginnen hier eben in diesem Cycle mit den Ankündigungen der Organisations-OKRs, also auf Leadership-Ebene 3 Wochen bevor der Zyklus startet, gehen dann ins Team-Drafting, dann folgt dieser Alignment-Workshop, wo man die Synergien erzeugt und die Doppelarbeiten eliminiert, geht dann ins Verfeinern von OKRs, dann erfolgt der Kickoff, dieses Town-Hall, die wöchentlichen Check-Ins und hier sieht man eben die Retrospektive schon nach Woche 1 und dann am Ende eben nach 10 Wochen, kurz bevor der nächste Zyklus beginnt, das Review. Was bedeutet das jetzt aber konkret eben für den ersten Punkt? Ankündigung der Organisationsprioritäten. Hier muss man natürlich zuerst die Leadership OKRs definieren. Was ist hier die Rolle der Führungskraft und wie läuft das Ganze ab? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Dazu springen wir gleich ins erste Element rein, in diesen halbtägigen bis eintägigen Workshop mit einem Senior OKR Coach und dem Leadership Team. Hierzu nochmal der Input, eben einerseits die Nordsterne, Purpose, Mission, Vision, oder eben auch die MOLs, die Big Hairy Goals, die jährlichen Ziele. Und aus diesen abgeleitet eben im Workshop, diese sind der Input für potenzielle yearly OKRs auf Unternehmensebene. Und daraus abgeleitet erzeugt man dann die Quartals-OKRs auf Leadership-Ebene, die man jetzt hier in grün sieht. Und diese grünen OKRs bilden dann den Input einerseits top-down für die einzelnen Abteilungen und Teams. Aber genauso bottom-up gibt es natürlich auch, sage ich mal, Ziele, die man hat, wo es kommen die, also natürlich von den Wissensarbeitern auf Teamebene, auf Abteilungsebene, aufgrund von vielleicht Technologien, die sich ändern, aufgrund neuer Frameworks, aufgrund der Mitarbeiter selber, der Personen, weil sie Needs haben, weil sie etwas im Unternehmen ändern möchten, dass die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, aufgrund der Kunden vielleicht, man möchte ja auch, dass die Kunden zufrieden sind, aufgrund der eigenen Teammission und vielleicht aufgrund der Wettbewerber, das kann auch ein Input sein. Dahingehend, das ist der Input aber dann später auf Teamebene. Wir bleiben jetzt einmal auf Leadership-Ebene, da nehmen wir mal ganz klassisch für die Workshops so eine strategische Sandbox mit. Das heißt, was wir da wirklich machen, ist physisch, dass wir alle Strategieartefakte, das können jetzt die hier genannten sein,
mitnehmen, ausgedruckt, auf die Wand klatschen, auf ein Brown Paper, virtuell auf ein Muralboard oder ein anderes Kollaborationsboard. Und dass man hier auch, wenn man dann vielleicht in Pausen nochmal reflektieren möchte, vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen möchte, über die Ziele sich bewusst wird. Und ich möchte gar nicht jetzt näher darauf eingehen, ihr bekommt ja die Folien etc. eh, aber das ist schon mal ein guter Input, den ihr dem Leadership-Team mitgeben könnt. Am besten auch schon eine Woche zuvor, dass sie sich dahingehend Gedanken machen und vorbereitet in diesen Workshop kommen. Und wie läuft jetzt dieser Leadership-OKR-Drafting-Workshop ab? Wir bringen euch da konkret jetzt eine Good Practice von uns mit, also eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Und zwar, ich werde jetzt im Helikoptermodus darüber fliegen, wie die einzelnen Agenda-Punkte sind, und dann springen wir rein. Der erste Punkt ist hier, dass man zuerst natürlich mal im Vorgang zu diesem Meeting die Prioritäten jeder für sich im Leadership-Team sammelt, entlang der relevanten Dimensionen. Also je nachdem, je nach Setup legt man zusammen hier mit dem OKR-Coach diese Dimensionen fest. Also man kann sich hier fokussieren beispielsweise auf den Kunden, auf die Mitarbeiter und auf die Unternehmensfinanzen, also alles, wo man neue Geschäftsfelder etablieren kann. Das sind also die unterschiedlichen Kategorien. Warum macht man das? Damit man sich nicht nur auf ein Thema vielleicht fokussiert, sondern dass man seine Unternehmensziele möglichst breit fächert. Sprich, dass auch der Mitarbeiter im Vordergrund steht und nicht nur, sage ich mal, unter Anführungszeichen, neue Kundenakquise oder neue oder Kunden noch mehr zufriedenzustellen. Also, dass man das schön breit fächert. Dann hat jeder Leadership-Member ein paar Prioritäten mit sich. Die werden dann gruppiert in einzelne Cluster von den einzelnen Teilnehmern. Dazu werden dann Überschriften gefunden und diese werden dann priorisiert. Mit diesen Clustern, die schon priorisiert sind, geht man mit den 3 bis 5 priorisierten Cluster, die am höchsten priorisiert sind, in die Unterscheidung zwischen Output und Outcome. In Zentraleuropa haben wir ein großes Problem damit, den Unterschied hier zu erkennen. Auf den gehe ich später noch kurz ein. Und wir verwandeln dann diese Headlines in richtige Objectives und in Key Results. Punkt 1, eben das Sammeln der Prioritäten. Wie läuft das ab? Eben individuelles Brainstorming mit strategischen Prioritäten von jedem Leadership-Team-Member für die kommenden 3 Monate, also was ist mir wichtig. Ich gruppiere dann diese Prioritäten in die unterschiedlichen Cluster hinein und das ist mehr oder weniger alles, was schon davor passiert, vor diesem Meeting. Der Moderator zu Beginn des OKR-Drafting-Workshops bringt dann schon diese Prioritäten auf das Board, auf das Brown Paper oder auf das Online-Board, sodass die Kollegen aus dem Leadership-Team dann einfach nur noch in den Workshop kommen und bereits alle Prioritäten dort sehen können, neben den gesamten strategischen Artefakten. Der zweite Punkt ist dann eben die Vorstellung der einzelnen Prioritäten durch die Teilnehmer und der Moderator bzw. dann die Teilnehmer selber clustern schon diese ähnlichen Prioritäten zueinander. Sprich, dann hat man schon Gruppierungen von wichtigen Prioritäten. Findet für diese Überschriften, warum macht man das? Damit nochmal das Verständnis geschärft wird, was hinter diesem Cluster steht. Und dann priorisiert man diese einzelnen Cluster. Also es können da dann 20, 30 Cluster entstehen, wenn man wirklich einen breiten Fokus hat, ein großes Leadership-Team. Und dann geht es darum, dass man die wichtigsten Cluster für die nächsten 3 Monate für das Leadership-Team nochmal rausfindet, mittels Dot-Voting beispielsweise. Diese Cluster nimmt man dann mit in Kleingruppen-Sessions noch einmal, also diese 3 bis 5 wichtigsten Cluster, und geht nochmal in die Unterscheidung zwischen Output und Outcome. Was hier ganz wichtig ist, was ist jetzt der Unterschied konkret? Der Output sagt dir, was du gemacht hast, nicht welchen Effekt es hatte. Und der Outcome sagt dir, welchen Wert du geschaffen hast und welchen Effekt in Aktionen oder Projekte hatten. Um 2, 3 Beispiele zu bringen, vielleicht aus einem anderen Kontext. Das letzte Beispiel ist aus dem IT-Kontext. Ich habe für mein Mathematik-Examen gelernt, ist klassisch Output. Sagt mir jetzt nicht, wie gut oder ob ich bestanden habe. Hier ein Wert dahinter wäre, ich habe mein Mathematik-Examen bestanden als Klassenbester mit der besten Benotung. Also klarer Fokus auf Outcome. 2. Beispiel, ich verbringe mehr Zeit mit meiner Oma. Klingt jetzt gut, aber sagt noch nicht wirklich was über die Qualität vielleicht aus und ob es wirklich einen Effekt hat. Hingegen, wenn ich jetzt sage, meine Oma fühlt sich mehr wertgeschätzt, seitdem ich sie mir Kochen beibringe zum Beispiel, wenn wir Zeit gemeinsam verbringen, hat das wieder einen Mehrwert, einen richtigen Wert dahinter. Und das letzte Beispiel ist auch ein klassisches. Oft spricht man eben davon, Kernprodukte müssen öfter relaunched werden, hat jetzt keinen Wert für sich, einen Wert hätte, wenn die Kundeninteraktion mit unserem Produkt viel höher ist seit unserem Relaunch und führt auch so zu einer höheren Kundenzufriedenheit. Also wenn wir diese Übung gemacht haben, beispielsweise mit der 5-Why-Methode, also dass man immer nach dem Root Cause fragt, mittels dem Warum oder dem For What, für was, kommt man hier schnell zu dem wahren Outcome oder zu dem wahren Wert. Und wenn man diesen Wert hat, das ist jetzt kein Selbstzweck, dann tut man sich auch wesentlich leichter, ein Objective zu formulieren.
Und für uns, ich habe jetzt noch ein paar Qualitätskriterien mitgebracht, die möchte ich noch kurz überfliegen, wie wir das angehen. Gute Qualitätskriterien in weiterer Folge sind eben, dass man mit einem Objective einen wünschenswerten Zustand in der Zukunft formuliert, qualitativ und eben dieser klare Fokus auf den Kundenwert, den wir durch diesen Outcome bereits erhalten haben. Weitere, sage ich mal, Fakten dazu, wie wir das machen, ist, dass man eben maximal 5 Objectives pro Unternehmenseinheit hat, also auch pro, zum Beispiel fürs Leadership-Team, dass es eine Balance ist aus inspirierend, ehrgeizig, aber auch in einem Zyklus realisierbar, dass es möglichst Pakete sind mit wenig Abhängigkeiten, sodass man auch wirklich das für sich erreichen kann. Im Idealfall 60% bottom-up von der operativen Ebene und 40% top-down. Realistisch gesagt, bei der Einführung von OKRs ist es am Anfang 80% top-down, 20% bottom-up, aber das soll sich eben auch durch die Einwirkung der OKR-Coaches über die Zeit verbessern. Eben abgeleiteter Strategie, langfristigen Zielen und Teambedürfnissen und realisierbar eben in einem Zyklus. Wir haben da auch, sage ich mal, gerade für Leute, die sehr am Anfang stehen mit OKRs, auch so eine Art Baukastenprinzip. Die schon mehr damit im Umgang sind, sind da eher weniger der Fan. Ich bin auch per se eher weniger der Fan, aber gibt eine gute Richtlinie am Anfang. Und man soll sich immer diese 3 Fragen stellen. Also, wer ist der primäre Kunde bzw. der Begünstigte des Wertes, der kreiert wird? Wie können wir den angestrebten Zielzustand am Zyklus eine qualitativ am besten beschreiben? Und was ist der Wert, welchen wir für den Kunden generieren möchten innerhalb dieses Zyklus? Das sind so diese 3 Leitfragen, damit ich ein gutes Objective habe. Und dann habe ich schon das Objective, dann versuche ich das Ganze natürlich noch messbar zu machen. Da gehen wir so vor, dass wir eben gute Key Results dadurch definieren, dass es wirklich Resultate sind, keine Meilensteine oder Aufgaben, dass es quantitativ ist und ganz wichtig eben, dass es Leitkennzahlen sind, die beeinflusst werden können. Also keine KPIs, sondern Sachen, die ich im Idealfall on-demand messen kann und dahingehend vielleicht bessere Initiativen ableiten kann, wenn ich das Ziel womöglich nicht erreichen sollte. 5 Key Results pro Objective ist hier unsere Vorgabe. Beschreiben, wie das Objective erreicht werden soll. Also wenn alle Key Results erreicht sind, sollte auch dementsprechend das Objective erreicht sein. Zeitlich zu einem Zyklus begrenzt. Auch ambitioniert und umsetzbar, also realistisch und sehr spezifisch. Also nicht irgendwie Wörter, die vielleicht auf eine Aufgabe hindeuten, wie implementieren und im Idealfall akzeptiert von den Stakeholdern. Und wenn man diese 5 Schritte beachtet, endet man im Leadership-Team, aber auch später auf Teamebene mit einem guten Set an OKRs, die man dann in weiterer Folge in einer Town Hall announcen kann und welche dann die Teams auch so ein bisschen als Orientierungspunkt hernehmen können für ihr OKR-Drafting. Und an der Stelle würde ich gerne jetzt an den Andreas übergeben, der jetzt über die Leadership-Rolle vor dem OKR-Kickoff berichtet. Genau. So, danke sehr, Rico. Gut, also wir sind jetzt quasi... Ich hoffe, mein Bildschirm geht schon, ja. Wir sind jetzt quasi in der Station, oder dass das Leadership seine Prioritäten quasi definiert hat und jetzt quasi die Teams sich Gedanken machen können, wie können wir am besten auf diese OKRs entsprechend einzielen. Und was ich jetzt im Speziellen hier drauf eingehen will, ist quasi, was ist jetzt im Speziellen die Rolle Führungskraft, im Speziellen jetzt mal vor dem Kickoff noch. Ja? Ich sehe jetzt nochmal den vereinfachten Zyklus. Es geht jetzt im Speziellen um diese 3 Punkte, also um die Zielsetzungsworkshops, die die Teams quasi machen, um den anschließenden Alignment-Workshop und das Refinement aufgrund des Outcomes, das die Alignment-Workshop oder der Alignment-Workshop gebracht hat. Die Frage, was sich jetzt quasi stellt, ist, wie kann das Leadership hier jetzt entsprechend unterstützen? Ihr seht jetzt hier so ein typisches Netzwerk von Zielen, wie es typischerweise im Zuge von einem Zielsetzungsworkshop entsteht. Zentral, die Unternehmen, in dem Fall ein Unternehmens-OKR, und rundum hängen sich die Abteilungen und die Teams an, eben die Org-Ziele und die Key-Results und definieren mit Hilfe ihrer OKR-Sets, wie sie am besten quasi die Org-Ziele unterstützen können. Und dabei können jetzt durchaus vielfältige Situationen auftreten, wo die Führungskraft im Sinne eines, ich sage mal, Servant Leaders gefordert ist, den Prozess zu supporten. Was kann da zum Beispiel passieren? Es kann einmal passieren, dass Teams Ziele definieren, die keinen wirklichen Konnex zu den Org-Zielen haben. Das ist per se jetzt gar nicht unbedingt jetzt einmal schlimm, ja. Das kann durchaus okay sein. Aber es ist wichtig, dass die Führungskraft, und da rede ich jetzt typisch über so eine mittleren Management-Ebene, also Abteilungsbereichsleitung, dies aufgreift und das mit dem Team durchaus bespricht. Warum habt ihr dieses Ziel? Warum zielt ihr nicht auf ein darüberliegendes OKR,
M1 und das dann gemeinsam mit dem Team aligned. Okay, wir belassen das dabei, es ist okay, dass wir das Ziel verfolgen, oder im schlimmsten Fall bitte überlegt euch, wie ihr besser zu unseren Org-Zielen und an der Strategie einwirken könnt. Zweite, was auch aufgrund der Analyse quasi passieren kann, ist, dass es bestimmte Key Results gibt, die wo sich kein Team quasi draufhängt. Also das heißt, wo kein Team irgendwie sieht, da dieses Ziel will ich unterstützen. Auch das ist wieder per se grundsätzlich kann passieren und ist jetzt nichts etwa nichts Schlimmes. Trotzdem sollte die Führungskraft das erkennen, gemeinsam mit den OKR-Coaches, und sollte schauen, was ist der Grund dafür. Vielleicht sind die darüberliegenden Ziele nicht verstanden worden, vielleicht haben aber die Teams auch eine ganz andere Sichtweise, zum Beispiel was Prioritäten und so weiter ist. Und hier gehört einfach wieder ein Alignment quasi geschaffen. Ja. Dann, was auch passieren kann, ist das, oder was ein Leader darauf achten soll, ist, dass die Ziele smart mit sogenannten Leading Indicators, also Leading Measure Indicators, definiert sind. Warum? Weil ich will, sowohl die Teams, aber auch ich als Führungskraft möchte natürlich im Zyklus dann danach möglichst immer frühzeitig erkennen, wo stehe ich mit meiner Zielerreichung. Also nicht, dass ich erst am Ende quasi draufkomme, der Schalter 0 oder 1, ja, das wäre schlecht, wenn man so binäre Ziele zum Beispiel verfasst, sondern es geht hier wirklich darum, sich Gedanken zu machen, wie kann ich es so formulieren und so definieren, dass ich eigentlich zu jeder Zeit messen kann, wie weit bin ich in meiner Zielerreichung. Und da ist eben neben den OKR-Coaches auch die Führungskraft eben gefordert, wenn ein Team vielleicht noch nicht so gut in der Formulierung ist, dass sie hier entsprechend unterstützt und quasi als Art Coach agiert. Ähnliches kann auch also bei dem nächsten Punkt sein, dass es auch vorkommen kann, dass Teams ihre Ziele sehr unpräzise formulieren und quasi diese Qualitätskriterien, die der Rico jetzt vorher vorgestellt hat, nicht eingehalten werden. Sprich, dass vielleicht kein gewünschter Zustand in der Zukunft beschrieben wird, nicht auf Outcome geachtet wird oder eben auch die Leading Indicators quasi entsprechend fehlen, keine Messbarkeit. Also vielerlei Punkte, die hier potenzielle schlechte OKRs quasi als Resultat passieren können. Und auch hier sollte eine erfahrene Führungskraft im unerfahrenen Teams quasi helfen und coachen. Und als letzter Punkt, was durchaus auch, und das sehen wir relativ oft, ist, dass Teams gerade am Beginn sehr ambitioniert sind und sich vielleicht zu viele Ziele auch vornehmen. Also das heißt, dass der Fokus in Wahrheit nicht wirklich gegeben ist. Und auch hier ist quasi eine Führungskraft wieder gefordert, dass sie eben mit dem Team bespricht und sich quasi auf die wichtigsten Prioritäten sich einigt und gegebenenfalls auch potenzielle Depriorisierungen vornimmt. Ich setze hier jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, was quasi während dem Zielsetzungsworkshop und dem anschließenden Alignment eben passiert. Das heißt, also ein Punkt eben das Feedback geben, wirklich zu schauen, dass wir gute OKRs auch definieren und die Qualitätskriterien einhalten. Eben schauen, dass die Ziele bestmöglich aligned sind und auch potenzielle Konflikte entsprechend aufgelöst sind. Und wirklich hier quasi als Art Connector zu agieren eben auch eine gute Vor- und Nachbereitung zu haben. Also Gespräche, ein Pre-Alignment machen wir auch sehr oft, also vor dem großen Meeting, was der Rico auch erzählt hat, dass vielleicht einzelne Teams sich schon untereinander abstimmen und quasi gemeinsames Alignment eben schaffen. Jetzt sind wir bei der Situation, ja, wir haben jetzt alle Teams haben ihre Ziele definiert, wir sind happy, es ist quasi die Ziele sind gesigned. Wir kommen jetzt quasi in den Kickoff, es wird alles präsentiert, ja, und eine Aufbruchstimmung wird geschaffen und wir starten jetzt in unseren neuen Zyklus. Und was sind hier jetzt nun die Verantwortlichkeiten? Der erste Punkt ist typisch also die Weekly Check-ins oder manche Unternehmen, gerade wenn sie im Scrum-Zyklus laufen, machen es auch B-Weekly, also quasi typischerweise dann im Sprint-Planning oder im Sprint-Review, wenn sie einen zweiwöchigen Sprint fahren. Es soll halt, wie der Rico auch schon gesagt hat, nicht etwas Zusätzliches geschaffen werden, zusätzliche Meetings oder so, sondern in die bestehenden Strukturen das bestmöglich einfließen. Aber was ist typischerweise jetzt die Aufgabe, die hier eine Führungskraft hat? Ich habe jetzt einmal so eine typische Situation aufgezeichnet, ihr seht jetzt hier, ganz vereinfacht dargestellt, drei Levels quasi, jeder hat auf jedem Level entsprechende OKR-Sets definiert. Und jetzt kann natürlich, oder es ist natürlich jetzt der Ziel der Check-Ins, dass die Teams einmal auf ihrer Ebene entsprechend Feedback geben, ob sie das jetzt so, wie ich hier setze, quasi Screenshots auch aus dem Workpath-Plattform-Tool oder in ein Excel oder wie auch immer sie das entsprechend handhaben. Wichtig ist, dass es bei diesen Check-Ins auch immer Fortschritte berichtet werden. Einerseits, wie confident bin ich noch, dass ich dieses Ziel weiter erreichen kann?
von einer Skala zum Beispiel von 0 bis 10 und generell einen Prozentsatz, wie weit bin ich in meiner Zielerreichung generell. Und dieser Update, diese Daten, die hier quasi fließen, sind natürlich auch ein super Indikator für das gesamte Organisation, aber natürlich auch für die Führungskraft per se, dass sie erkennt, sind wir gut unterwegs oder leicht umgekehrt, gibt es auch irgendwo Probleme. Gibt es irgendwo Impediments, dass ein Team nicht weiterkommt, dann muss ich eben entsprechend reagieren. Was ganz wichtig ist, es geht hier nicht, und die Leute, die in Scrum zum Beispiel agieren, es ist ähnlich wie ein Daily Stand-Up, es geht hier nicht darum, dass die Teams ihren Chefs reporten, überhaupt nicht, das ist kein Reporting-Meeting oder so, sondern die Check-Ins dienen vorrangig natürlich mal für die Teams zu erkennen, wo stehen sie, wie ist unser Confidence-Level, dass wir die für uns gesteckten Ziele nach wie vor erreichen. Und wie gesagt, dadurch entsteht natürlich eine Hülle von wertvollen Daten und Insights, und diese Insights sind natürlich für die Führungskraft eine extrem gute Einsicht, ob alles im Plan ist oder ob auch Eingriffe durchaus von der Führungskraft quasi notwendig sind, das zu machen. Entschuldigung, bin ich eins zu schnell gekauft. Und natürlich, auch wenn jetzt typischerweise eine Führungskraft auf der mittleren Ebene, ist es auch wiederum, dass die natürlich nach oben hin Richtung der Executive-Ebene auch wieder Feedback gibt, wie schaut es bei meinen Department-Objectives aus. Ja? Schaffen wir unsere Vorhersage noch, sind wir gut unterwegs oder auch nicht. Ja? Das heißt, zusammengefasst, während des Zyklus, jetzt im Speziellen für den Check-in, was muss ein Leader machen? Er muss zum einen eben quasi auf verschiedenen Ebenen die Updates sich gemeinsam mit dem Team einholen, aber auch quasi entsprechend abstimmen. Er muss aus den Daten, die in diesem Prozess entstehen, diese analysieren und strategische Schlüsse daraus ziehen, ob quasi hier er als Coach irgendwie mit eingreifen soll, ob es auch schon Probleme potenzielle gibt, die aus seiner Erfahrung vielleicht auch entstehen, dass er hier entsprechend einschreiten soll oder dem Team helfen soll. Genauso, wenn wirklich Impediments vom Team geraced werden oder von den Teams geraced werden, ist es seine Aufgabe zu schauen, was er in seiner Macht stehende ist, dass er diese Dinge auch löst und dem Team quasi coachend unterstützt, dass sie eben effektiver und effizienter arbeiten können. Letzter Punkt, was auch noch im Zyklus stattfindet, ist die Retrospektive und eben das Review-Meeting. Und auch hier ist quasi eine Führungskraft entsprechend gefordert, dass sie diesen Prozess möglichst unterstützt, weil hier extrem viel wiederum wertvoller Input für den gesamten Prozess, aber auch für den nächsten quasi Zyklus, für den nächsten OKR-Zyklus entstehen. Was passiert jetzt typischerweise? Ja? Zum einen soll er natürlich einmal schauen, dass gemeinsam mit den OKR-Coaches, dass überhaupt die Reviews und Retros quasi stattfinden und hier auch die Teams entsprechend dabei unterstützen, damit diese Mehrwerte und diese Daten auch entstehen. Dann ist es, und das ist nicht nur ein quasi hinaufreporten, sondern eigentlich in beide Richtungen, es gibt hier sehr viele Insights, die eben entstehen, sowohl horizontal als auch vertikal, und diese Daten gilt es eben zu sammeln, aus dem zum Beispiel aus der Retrospektive, um daraus auch entsprechende Schlüsse abzuleiten. Was auch wichtig ist, gerade eine Führungskraft jetzt auf Department, eben ein Bereichsleiter, muss natürlich auch schauen, dass er sich mit anderen Departments, die vielleicht auch wiederum entsprechende Insights aus dem OKR-Zyklus erhalten haben, dass sie sich entsprechend austauschen, das Ganze analysieren und auch wieder potenziell aggregieren und so gemeinsame Leadership-Insights quasi schaffen, die natürlich auch wiederum in der gesamten Organisation geteilt werden sollen, weil es profitiert ja jeder davon, wenn wir irgendwie draufkommen, es gibt Themen, die wir in unserem Prozess und in unserer Art, wie wir das Ganze einsetzen, eben verbessern können. Und natürlich auch in dem Fall jetzt zur Executive-Ebene, auch hier, wobei ich sehe es auch hier wieder bidirektional, soll es natürlich einen entsprechenden Austausch geben aus den Erfahrungen, dass man hier wirklich entsprechend lernt. Das heißt, ich kann hier, und das kennt ihr, alle, die mit Retrospektiven arbeiten, ist wichtig, Actions auch wirklich abzuleiten, nicht nur quasi außer Reden nichts gewesen, das wäre ganz schlecht, weil es diese wertvollen Insights, die ich hier aus dem Prozess eben gewinnen kann, aus den Events hier, die können meinen Prozess wesentlich verbessern. Und es ist auch, wir sehen das auch ganz, gerade wenn Unternehmen neu mit OKRs quasi anfangen, der erste, der zweite Zyklus, der ist noch nicht optimal, ja. Da hakt es noch, und gerade da sind natürlich die Insights ganz wesentlich und sollen auch transparent quasi
gehandhabt werden, damit man hier wirklich als Organisation auch entsprechend lernen kann. Das heißt zusammengefasst, was ist die Aufgabe? Also einerseits dieses Kondensieren der Learnings, hier wirklich schauen, dass es diese Learnings auch gibt, dass die auch quasi entstehen sozusagen und in die Organisation auch entsprechend zurückgespielt werden. Auch natürlich reflektieren, einerseits mit seiner eigenen Arbeit, aber auch gemeinsam mit dem Team. Was können wir generell besser machen? Auch vielleicht das Team fragen, wie kann ich euch vielleicht zukünftig besser unterstützen? Und daraus entsprechend die Next Steps abzuleiten. Das können einerseits vielleicht auch wiederum strategische OKRs sein für den nächsten Zyklus oder auch generell sozusagen die Change OKRs, also für den Organisationsentwicklungsprozess auch entsprechende OKRs abgeleitet werden, die wiederum in den Prozess mit einfließen. Aber hier jetzt noch, und wir sind von der Zeit her schon ein bisschen fortgeschritten, da vielleicht nur ein kleiner Hinweis, es gibt, wir haben in unserem Werkzeugkoffer verschiedenste Formate, wie zum Beispiel Retrospektiven durchgeführt werden können. Wer da Interesse hat an den verschiedenen Formaten, einerseits, die sind eh dann auch auf der Homepage von WorkPath als Hilfsblätter quasi downloadbar, aber natürlich gerne auch im Nachgang, dass ihr da Fragen habt, können wir gerne entsprechend eingehen, was da für verschiedene Möglichkeiten gibt, um hier quasi Insights zu sammeln. Genauso beim Review, ja, wo es halt darum geht, herauszufinden. Und da ist wichtig, dass die Check-ins stattgefunden haben, damit ich auch weiß, wo stehe ich, ja, damit ich einfach hier weiß, ja, wie gut ist meine Zielsetzung, wie weit bin ich gekommen und so weiter. Und was muss ich vielleicht für den nächsten Zyklus auch wieder mitnehmen. Da setze ich noch ein paar Möglichkeiten jetzt ein bisschen genauer hineingezogen. Also für den Review, zum Beispiel das Goal Alignment, OKR-Review, wo wir wirklich anschauen, auch auf Basis von den Zahlen, die eben entstanden sind, welche Ziele sind wirklich gut umgesetzt worden oder sind erfolgreich quasi erreicht worden und wo gibt es vielleicht Themen, wo wir uns anschauen müssen, warum hat dieses Ziel überhaupt nicht Part gewonnen, ja? Oder bestimmte Key Results dazu. Also jetzt hier ein Beispiel für das Review, dass wir uns zum Beispiel anschauen, abgeleitet eben aus den OKRs, welche Initiativen waren zum Beispiel sehr wertvoll, nämlich in einem einfachen Cluster, wie viel Aufwand war es versus was hat es für einen Impact quasi auf die Zielerreichung gehabt. Ja. Auch das ist eine sehr sinnvolle Analyse, die uns auch für zukünftige Dinge helfen kann. Genauso für die Retrospektive, dass man uns zum Beispiel anschaut im Cycle, wo hat es Bottlenecks gegeben, wo waren Herausforderungen, wie haben wir diese gemeistert, was können wir da vielleicht auch Learnings entsprechend ziehen. Gut, 3 Minuten vorher, wenn ich richtig auf meine Uhr schaue, dann sind wir grundsätzlich jetzt einmal am Ende. Vielen Dank einmal für eure Aufmerksamkeit und ich nehme an, es hat sicher die eine oder andere Frage jetzt auch gegeben. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Das war auf jeden Fall ein Feuerwerk Information. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal im Nachgang nochmal anschauen, weil ich glaube, da kann ich auch eine oder andere Sache für uns mitnehmen. Es gibt eine ganze Reihe Fragen und das Gute ist, dass wir quasi den letzten Vortrag in diesem Track haben. Deswegen können wir, wenn ihr beide Zeit habt, die auch alle beantworten oder zumindest mal durchgehen. Gerne. Der Thorsten würde gerne wissen, wie nachhaltig OKRs sind. Also wie lange wurden die bereits in den Unternehmen, die ihr genannt habt, genutzt? Dazu, Andi, ich beantworte die mal, okay? Ja. Grundsätzlich nachhaltig, wenn sie richtig umgesetzt werden, wenn sie richtig implementiert werden. Ähnlich wie man es vielleicht kennt von Fake Scrum und Co., wo das nicht wirklich eine lange Lebenszeit hat, ist es bei OKR das Gleiche. Also ich bin beispielsweise dann einmal in einem Leadership-Drafting gesessen, wo eben die Leader ihre OKRs formulieren und dann ist irgendwie auf der Tonspur bei einem rausgekommen, er sieht das eigentlich nur als Werkzeug, damit man das besser top-down runterbrechen kann. Und dann hatten wir eine längere Diskussion, wo das nicht der Fall ist. Aber wenn man das so implementiert, wird das keine lange Lebenszeit haben, beziehungsweise wird es nicht viel Outcome bewirken. Okay, ja, ich glaube, das macht Sinn, definitiv. Der Christoph würde gerne wissen, ob es auch OKRs geben kann, die länger als ein Jahr laufen. Was sagt ihr dazu? Grundsätzlich ist es eine Thematik. Vom Schnitt her versucht man natürlich immer, für einen Zyklus das Ganze anzupassen. Wenn der Zyklus jetzt 3 Monate ist, kann es dennoch sein, dass ein OKR über mehrere Zyklen geht. Wieso ist das der Fall? Es können sich die Key Results dahinter ändern, aber wenn ich beispielsweise ein OKR habe, was Richtung Kundenzufriedenheit geht und ich habe das nach dem ersten Zyklus nicht erreicht und ich sage nach dem Zyklus, dass es noch immer für mich das Wichtigste ist und ich muss noch immer weiter daran arbeiten, hat es natürlich seine Daseinsberechtigung, dass ich weiter darauf losgehe. Okay, verstehe ich.
Marian und Tim würden gerne wissen, das ist für euch wahrscheinlich ein relativer No-Brainer, aber wenn ich OKRs einführe, dann treffe ich auf Widerstand. Ich glaube, dass ich weiß das, ich habe es dabei erlebt, ihr habt das, glaube ich, auch wahrscheinlich oft genug erlebt. Und die beiden würden gerne wissen, auf was für Arten von Resistenz trefft ihr denn, wenn der es einführt? Also was sind zum Beispiel die Hauptargumente seitens des mittleren Managements? Vielleicht fange ich mal an, Rico. Also ich glaube, eines der Argumente es ist wie jede Change, wie jede Transformation, ist natürlich hier mal Kommunikation ganz wesentlich. Also ich glaube, das steht per se oder ist klar aus meiner Sicht. Ich muss hier, je nachdem, wer quasi die Initiative ergriffen hat, es braucht einmal Top-Management-Support, absolut, aber es kann ja durchaus sein, dass das eine Graswurzel-Initiative war und eher von bottom-up quasi entstanden ist. Ja. Aber was ganz wichtig, glaube ich, ist, dass OKRs nicht als etwas gesehen werden, das on the top dazukommt. Ja. Weil wenn ich es nicht schaffe, quasi Teil meiner Unternehmensprozesse, meiner Unternehmens-DNA zu schaffen, ja, sondern das von den Mitarbeitern als on the top gesehen wird, dann wird es von vornherein wahrscheinlich blockiert werden. Weil wenn die Leute keine Lust haben, Check-ins zu machen, werden sie sagen, warum muss ich mir jetzt in einen Zielsetzungsworkshop setzen? Das interessiert mich nicht. Ja. Das heißt, da ist es ganz wesentlich, ein bisschen Grips in Anführungszeichen vor der Einführung auch reinzulegen, zu überlegen, erstens mal, hilft mir das? Also das ist, glaube ich, eh generell, man soll es nicht einfach nur machen, weil es Hype ist, ja. Aber wenn ich die Entscheidung habe, ja, das hilft mir, auch zu schauen, wie passt das am besten zu meinen Unternehmensprozessen. Und dann das entsprechend auch integrieren. Also deswegen ist es auch meiner Meinung nach ganz wichtig, sich eine wirklich gute Rollout-Strategie zu überlegen, das auch mit einem Program-Lead entsprechend zu begleiten, der auch Erfahrung dazu hat, ja, und auch in weiterer Folge dann die Leute auch auszubilden, ja, damit die das einfach diesen Prozess facilitieren können. Ja, also ich kann da vielleicht mal ergänzen, also wir bei der REWE Digital haben das, wir machen das ja auch mit OKRs und tatsächlich haben wir das bei uns im Fulfillment, hat das tatsächlich echt, wir machen das auf Quartalsebene und erst im vierten Quartal hat das so richtig funktioniert. Ne? Also es braucht so einen Einstieg halt, dass du halt so ein bisschen das mit reinbringst und dann irgendwann, das am Anfang hapert es so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr als so ein bisschen und irgendwann läuft das aber. Also hat auch bei uns ein bisschen länger gedauert tatsächlich. Aber ich glaube, das ist auch wie bei jeder Transformation. Ja. Du brauchst einen gewissen längeren Atem, wenn du glaubst, dass man nach dem ersten Zyklus alles perfekt läuft. Also kann natürlich passieren, ja. Bei Weihnachtswunder passiert immer, sage ich einmal. Aber also bei den meisten Unternehmen, die wir jetzt begleitet haben, hakt es bei den, ich sage mal, ersten zwei, ab dem dritten Zyklus kann es dann schon sich sehr gut eingeschwungen haben. Es ist auch typischerweise, man führt sie ja auch nicht Big Bang-mäßig ein, dass man es gleich über die gesamte Organisation drüber quasi stülpt, sondern dass man sich so Frontrunner-mäßig irgendwie vielleicht einen Bereich ausübt, die vielleicht eh schon agileres Arbeiten oder so vielleicht auch gewohnt sind, ja, wo das von Mindset her auch schon entsprechend passt und wenn das gut dort funktioniert, dann ist das ein Selbstläufer vielfach, ja, weil dann ist dort Botschafter drinnen, aber da erzähle ich in Wahrheit auch nicht viel Neues, weil das bei einer agilen Transformation ja ähnlich gemacht wird, ja. Plus eins haben wir auch genauso gemacht, wir haben auch angefangen mit, wer glaubt es, die IT, natürlich, und danach haben wir halt weitergemacht, ne? Ja. Cool, danke, geht weiter. Stefan würde gerne wissen, ob Objectives erstmal in einem MVP definiert werden, damit es in den Zeitraum passt. Also wie geht ihr damit um? Also sind die MVP-artig oder sind Objectives schon eigentlich nicht mehr wirklich MVP-mäßig zu sehen? Das ist eine mega spannende Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Denn am Ende des Tages geht es darum, dass wir für einen Kunden, sei es die eigene Firma oder für einen externen oder wem auch immer, für einen Mitarbeiter, einen Wert schaffen. Und das ist egal, ob ich jetzt das MVP nenne, weil es ein kleinerer Teil von etwas Großen ist. Am Ende geht es darum, dass auch dieses kleine MVP einen Wert schaffen soll in dem Zyklus. Dementsprechend ist die Antwort ja, kann so sein. Cool. So, dann haben wir noch eine Frage von Eva. Eva würde gerne wissen, wie versteht ihr die Rolle einer Führungskraft für die OKRs bei Nutzung von zum Beispiel Scrum? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, genau. Welche Rolle hat eine Führungskraft zum Beispiel bei agilen Methodiken wie zum Beispiel Scrum? Also welche Rolle spielt die bei OKRs? Also aus meiner Sicht, wie ich es gesagt habe, in Richtung eines Servant Leaders. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist die gute Zusammenfassung. Also es soll nicht irgendwie, natürlich hat man gewisse Hierarchien, typischerweise noch, also es gibt natürlich Unternehmen, die ja netzwerkartig aufgesetzt sind, aber man hat natürlich oftmals noch Hierarchien, ja. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, es soll nicht ein
wie es vielleicht jetzt bei anderen Zielsetzungsmethoden wie MBO ist, dass es eher top-down herunterdiktiert ist, geht es bei Objectives und Key Results ja wirklich sehr stark um die Mitarbeiterpartizipation, schwieriges Wort, dass hier einfach quasi, ja, ich die Mitarbeiter mit einbinde, dass der Purpose ja auch entsprechend geschaffen wird. Wie kann ich als Mitarbeiter entsprechend beisteuern? Und wenn ich als Führungskraft jetzt sehr hierarchisch agieren würde, was schon mal vielleicht mit dem agilen Mindset schon schwierig vereinbar ist, dann wird es wahrscheinlich auch bei OKRs schwierig tun. Das heißt, ich muss hier wirklich, so wie ich es auch versucht habe, in meinem Part auch hier darzustellen, wirklich als Servant Leader zu agieren, als Coach zu agieren und den Teams bei Problemen, die typischerweise auftreten können, auch mit meiner Macht in Anführungszeichen zu unterstützen. Ja, okay. Macht für mich Sinn. Thorsten hat eine Frage zum Thema Kommunikation. Und zwar, wenn die Führungskraft die Kommunikation von oben und nach unten übernimmt, ist das dann nicht wieder so ein bisschen eine Verfestigung von dem Hierarchiegedanken? Also er würde halt vorschlagen, er fände es halt viel angenehmer, wenn halt Teams, analog zum Scrum of Scrums, halt diese Kommunikation selber übernehmen würden. Also ist vielleicht ein bisschen falsch rüberkommen. Natürlich passiert das auch. Also es soll jetzt nicht nur sein, dass die Führungskraft der Kondensator ist und nur zu ihm quasi kommuniziert wird und er dann weiter, oder sie in dem Fall, ist egal, ja, sondern natürlich sollen, in Wahrheit soll der die Führungskraft, die Leute ermutigen, dass das Alignment stattfindet, also dass der Austausch stattfindet. Ja, ja. Nicht er ist der Überbringer, sondern er muss nur schauen, dass es eben dieser Prozess stattfindet, ja, gemeinsam mit den OKR-Coaches. Ja, kenne ich. So würde ich das, was ein Rick, ob du noch was ergänzen müsst, aber ich glaube, so würde ich es. Genau, richtig. Nein, man kann es auch als ein, sagen wir, Scrum sehen, auch bei diesen Retros und Reviews, dass dann wirklich die Leute, die Coaches, aber auch die Leute aus dem Team, das Wissen und die Einsichten eben nach oben tragen und das Ganze auch wieder nach unten tragen, also durch die Hierarchiestufen. Aber ich weiß, es sieht teilweise sehr hierarchisch aus, aber man muss es in beide Richtungen betrachten. Es muss halt kommuniziert werden. Das ist halt das Wichtigste. Ne? Also natürlich ist es mal geil, wenn das Team das macht, aber wir müssen halt sicherstellen, dass es passiert. Ne? Ich kenne das auch. Genau. So, wir haben noch zwei Fragen. Und zwar Heiko fragt, wie passen OKRs und Portfolio-Level von SAFe zusammen? Super spannende Frage. Ich glaube, ich habe dazu auch von SAFe, vom Scale Agile Framework selber da mal Informationen bekommen, dass es in der nächsten Version getackelt wird. Ja. Per se ist es eine Frage, die man, sag ich mal, nicht generell beantworten kann, aber man hat jetzt im SAFe eben dieses PI-Planning, man hat hier dieses Alignment-Meeting. Das, was in meiner Meinung ist, ist, dass man dieses Alignment-Meeting in dem Fall leider schon vorab haben müsste, weil je nachdem, welche Ziele hier rauskommen, müsste ich auch dementsprechend mich für das PI-Planning vorbereiten. Also hier, die Integration der Prozesse ist sicherlich ein Thema und ich bin auch schon gespannt, wie SAFe das vorschlagen wird. Ich würde vielleicht da noch was ergänzen, wenn ich gerade auf Portfolio-Ebene in SAFe, ja, wo ich ja quasi die großen Initiativen, Epics wird zwar eben SAFe genannt, aber ich bin jetzt ja vom Wording auf Initiativen quasi festlege und das Budgeting festlege, können mir OKRs super helfen, meine Priorisierung quasi festzulegen. Ja, weil wenn ich weiß, was sind meine strategischen Initiativen, oder meine strategischen Ideen, wo will ich hin, kann ich das viel besser auch ableiten, was kommt in den nächsten, also in den Solution Train oder Release Train, je nachdem wie groß quasi das SAFe-Umfeld ist, und kann das ableiten. Ja. Es gibt auch, also vielleicht nur ein Hinweis, weil auch zum Beispiel, wer die Flight Labels kennt von Klaus Leopold, auch die ja sehr, würde ich sagen, ähnlich jetzt sind wir, weil ich glaube, da würde mich der Klaus jetzt steinigen, ja, aber vom Gedanken her auch, es gibt quasi eher den Level der Portfolio-Ebene, ja, des strategischen Portfolios, auch dort lassen sich zum Beispiel OKRs super damit verheiraten, mit dieser Ebene, weil ich da einfach die Initiativen auf der höchsten Flugebene quasi super bestimmen kann und sagen kann, was will ich als nächstes angehen und das eben von den OKRs abgeleitet ist. Ja. Ja. Cool. Letzte Frage kommt von Ulf und ich könnte es ja selber beantworten, aber ich gebe es trotzdem an euch. Und zwar, können OKRs in einem Bereich eingeführt werden? Wie sind da eure Erfahrungen, eure Meinungen zu? Also, er meint wahrscheinlich damit, ob es zuerst in einem Bereich und dann erst in weiterer Folge skaliert wird, oder nehme ich jetzt an, ja, oder? Das ist ich, Ulf, du kannst gerne nochmal reinschreiben, ob das deine Frage war. Wir gehen mal davon aus, was die Frage war. Ja, also das ist durchaus ein mögliches Art des Rollouts, ja. Dass ich sage, ich, wie ich es auch schon vorher genannt habe, ich nehme vielleicht einen Bereich her, der vom Mindset her schon sehr weit ist, ja, und starte dort einmal und nehme dann vielleicht auch, also diskutiere zum Beispiel gerade auch mit einem Kunden, dass es in die Richtung auch gehen kann, dass ich dort sogar nur einen Teilbereich des Bereichs hernehme mit gewissen Teams, ja, und dann nach einem ersten Zyklus
und den Erfahrungen quasi die nächsten Teams dazunehme und dann vielleicht in einem dritten Zyklus die nächsten Bereiche oder vielleicht je nach Größe der Firma, vielleicht dann schon komplett die gesamte Firma dann. Also je nachdem, das hängt natürlich von der Unternehmensgröße auch ab. Aber absolutes Ja, ich kann genauso auch anfangen und meine Erfahrungen sammeln und dann entsprechend weiter skalieren. Kann ich unterschreiben. Haben wir, wie gesagt, gerade schon als Event genauso gemacht und dann nach Schritt für Schritt ausgerollt. Und es war glaube ich, sogar ganz gut, dass man mal mit bestimmten Guinea Pigs, auch wenn das wir selber waren, man das nochmal lernt, wie das halt läuft. Das war auch immer eine gute Sache. Es ist jedes Unternehmen unterschiedlich. Man arbeitet dort mit Leuten, ja, und deswegen, man muss die Erfahrungen sammeln. Das ist ein neues Ding, ja. Auf keinen Fall in Anführungszeichen das ewig lang diskutieren, sondern natürlich gewisse Strategien sich überlegen, also das nicht falsch zu verstehen, aber dann einfach einmal mit einer Art MVP quasi, ja, durchaus anfangen in einem Bereich, ja, und das dann mit den Erfahrungen quasi weiter skalieren. Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt und den machen auch sehr viele, wenn sie mit OKR starten. Ja. Cool. Das waren alle Fragen. Ich danke euch beiden herzlich für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich poste gleich noch den Link zur Bewertung. Da würden sich der Andi und der Rico sicherlich darüber freuen, wenn ihr da nochmal einen Daumen hoch oder runter, ich hoffe nur Daumen hoch, hinterlässt. Ansonsten war es das für den Track for heute. Waren die ersten beiden sehr spannenden Vorträge. Wir haben morgen noch einiges im Portfolio und wir freuen uns, wenn es morgen früh weitergeht. Bis dann. Super. Vielen Dank. Grüß euch. Ciao. Thank you.